tägliches Seelenbrot zum 6. September. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Johannes Kapitel 18, Vers 37. Ich bin ein König, bekennt der Herr Christus vor Pilatus. Und sie, der von der ganzen Welt nicht erkannte und verachtete Christus, wird schließlich als ein großer und mächtiger König erkannt werden, der ein gewaltiges Reich auf Erden hat, das alle Völker und Länder unter sein Zepter legt. Die blinden Ungläubigen hören und singen davon, sehen aber nichts und vernehmen nichts davon. Christi Reich ist ihnen gleichsam ein Traumbild, ein Nichts, nur Einbildung einiger verwirrter Menschen. Aber nun schau doch, welch außerordentliche Macht dieses Reich in der Welt ausübt. Sieh, wie alle Völker und Länder ganz umgewandelt werden, sobald das Evangelium Christi unter ihnen zur Herrschaft kommt, und erkenne, wie es ohne das Schwert des Gewalt auch unter seinen schlimmsten Widersachern einen Sieg nach dem anderen gibt. Sieh ferner, wie keine menschliche Macht es bekämpfen kann. Als dieser König seinen armen Zeugen den Befehl erteilt hatte: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, da gingen sie und fragten keinen Kaiser um Erlaubnis, sondern trotzten den strengsten Verboten und dem stärksten Widerstande aller Kaiser. Diese hatten dem Reiche Christi gegenüber keine Macht, trotz aller ihrer Rüstkammern und Marterwerkzeuge. Alle Scheiterhaufen, Richtbeile und Schwerter wurden hier ohnmächtig. Christi Reich ist kein Traumbild, wie die Welt meint. Die Zahl der eigentlichen Märtyrer, die nicht nur geistlich umgewandelt wurden, sondern auch die grässlichsten Martern um der Sache Christi willen haben leiden wollen, ist so groß, dass sie sich auf viele Millionen beläuft. Christi Reich ist kein Traumbild, wenn zum Beispiel die Bibel in viele hundert verschiedene Sprachen übersetzt ist. Das Reich unseres Herrn Jesus ist kein Traumbild. Du hast vielleicht mit deinen Augen gesehen, dass Menschen, die von keiner irdischen Macht oder Kunst in ihrem Herzen und Gemüt, von ihrem fleischlichen und gottlosen Sinn umgewandelt werden konnten, nur durch das Evangelium so umgeschaffen wurden, dass sie, die zuvor aus lauter Eitelkeit von morgens bis abends Tag ein Tag aus nur in irdischen Gedanken, Worten und Beschäftigungen lebten, jetzt einen geistlichen Sinn, ein geistliches Herz und einen geistlichen Verstand empfangen haben. Mit herzlicher Freude und Liebe denken und reden sie von Christus und dem, was ihm angehört, und wollen mit Worten und Werken ihm dienen. Und dies nicht aus Zwang, sondern aus der innersten Lust und Neigung des Herzens. Du hast vielleicht gesehen, dass ein Mensch, der zuvor immer sicher und mit sich zufrieden war, jetzt aber beständig mit sich unzufrieden ist, sich vor seinem eigenen Herzen fürchtet und seinen ganzen Trost nur in Christus allein hat. Du hast vielleicht gesehen, dass ein Mensch, der zuvor beständig unglücklich und mit Gott und den Menschen unzufrieden war, jetzt einen tiefen Herzensfrieden und Freude in seinem Heiland erhalten hat, oder dass ein Mensch, der sich früher nie um das Wohl oder Wehe seines Nächsten kümmerte, jetzt eine solche Liebe hat, dass er unausgesetzt daran denkt, wie dieser oder jener errettet werden könne. Zeugen nicht alle diese Zeichen von einer großen, wundersamen Macht, die das innerste Wesen der Menschen so umgestalten kann? Und stehen nicht alle solche Zeichen offenkundig vor unseren Augen? Erkenne daran, was Christi Reich ist, und wisse, dass er wirklich ein großer, mächtiger König ist, der trotz des Widerstandes aller Mächte mit seiner Sache vorwärts schreitet und das zustande bringt, was der Macht und Klugheit aller Menschen unmöglich ist. Alles das aber, was wir teilweise vor Augen sehen, können wir von der Person und dem Wesen dieses Königs auch erwarten. Es konnte ja nicht anders sein, wenn wir bedenken, wer dieser König ist, der von alters her bei Zeiten offenbart hat, dass er auf Erden ein solches Werk zustande bringen sollte. Ich bin geboren,
und bin dazu in die Welt gekommen, spricht er. Wer ist er? Die Worte in die Welt gekommen müssen in der Bedeutung genommen werden, die sie in seinem Munde wirklich haben, wenn er zum Beispiel spricht, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. In Bethlehem sollte der geboren werden, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er ist ein König, der beim Vater war, bevor die Welt erschaffen wurde. Bedenke nur, sollte dieser König nicht herrschen und ein mächtiges Reich haben? Das war ja das ganze Alte Testament hindurch vorausgesagt. So redet der Vater zum Sohne: Heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Und abermals: Es ist ein geringes, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an das Weltende. Seine Herrschaft soll so groß sein und des Friedens kein Ende. So wird er auch in dem Gesichte Daniels dargestellt, wie eines Menschen Sohn, der in des Himmels Wolken kam. Und sodann wird gesagt, er gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht, und sein Königreich hat kein Ende. Darum wird er auch in Offenbarung 19 als ein König dargestellt, auf dessen Haupt viele Kronen sind und auf dessen Kleid und Hüfte ein Name geschrieben stand. Ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. O mächtiger Herrscher ohne Heere, gewaltiger Kämpfer ohne Speere, o Friedensfürst von großer Macht, es wollen dir der Erde Herren den Weg zu deinem Thron versperren, doch du gewinnst ihn ohne Schlacht.